Moin, Servus und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute einmal zeigen, wie ihr in das Schloss kommt. Viel Spaß mit dem Video. Um Zugang zum Schloss zu erhalten, brauchen wir genau zwei Scheiben. Ich zeige euch, wo ihr diese findet. Das erste von den beiden Fragmenten befindet sich fast in eurer Nähe. Wenn ihr zu eurer rechten Seite hinter dem großen Tor in das Haus hineingeht, kommt ihr direkt auf das erste Fragment hinzu. Und nebenan liegt sogar eine geheime Schatzkarte. An dieser Stelle möchte ich euch eine kleine Warnung mit auf den Weg geben. Ich werde euch unten im Video einen Marker hineinfügen, damit ihr gleich zur zweiten Scheibe springen könnt, ohne dass ihr gespoilert werdet. Nachdem wir nun die Karte gefunden haben, werdet ihr nicht darum rumkommen, ein Stück der Storyline zu spielen. Deswegen habe ich an dieser Stelle ein bisschen rausgeschnitten. Nun haben wir es fast geschafft, aus dem Haus zu fliehen. Aber jetzt fehlt uns noch der passende Schlüssel. Den Schlüssel findet ihr in einer der Schubladen, wenn ihr euch auf den Weg in die Küche macht. Sobald ihr den Schlüssel aufgehoben habt, untersucht diesen. Dort findet ihr auch noch einen Schraubenzieher. Dieser wird euch im späteren Verlauf noch weiterhelfen. Mit dem passenden Schlüssel sind wir nun in der Lage, das Auto vernünftig zu starten. Was hast du vor? Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Dann eben nach oben. Komm hoch. Schnell. Schnell weiter. Durchhalten. Und atme nicht den Rauch ein. Ich weiß. Aber danke. Nett von dir. Hoffentlich geht's deiner Familie gut. Ja, hoffentlich. Wenn wir herauskommen, stelle ich euch vor. Komm, es hält. Da. So kommen wir hier raus. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Oh. Elena, nicht. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena. Er hat mich erkannt. Vater! Du bringst dich noch um! Nicht bewegen! Los! Nimm meine Hand! Geh, Ethan! Rette deine Tochter! Elena! Du schaffst das! Nimm meine Hand! Scheiße! Nein! Wieso müssen alle sterben?
Das ist einfach nicht fair. Ich verstehe es nicht. Was für ein Chaos. Geht jetzt alles wieder von vorne los. Nachdem wir es nun fast geschafft haben, aus dem Haus zu entkommen, springen wir einmal durch das offene Fenster. Anschließend heißt es, nur noch unseren letzten Mut zusammenfassen und vom Balkon runterspringen. Wir sind nur noch wenige Schritte entfernt vom zweiten Fragment. Wir können mit dem Schraubenzieher, den wir in dem Haus erhalten haben, die Spüluhr öffnen. Und erhalten unser zweites Fragment. Nun heißt es, die Fragmente einsetzen. Und zwar auf der linken Seite setzen wir das Jungfernfragment ein. Diese müssen wir nur noch in die richtige Position setzen. Anschließend setzen wir auch wieder an der richtigen Position das Dämonenfragment ein. Nachdem wir dies geschafft haben, sollte sich das Tor öffnen. Hat dieses Video gefallen? Dann lass mir doch bitte einen Daumen hoch da. Nur Blut und Tod. Na dann.